Wir fangen gleich an. Wir prüfen noch, ob alles in Ordnung ist nach und ich fange gleich an. So, ich glaube, wir können anfangen. Ich heiße Sie sehr herzlich zu unserem schon zweiten Webinar willkommen. Letztens sprachen wir über Polen und die Möglichkeiten, Polen zu besuchen. Und heute werden wir über unser zwei wichtigstes touristisches Produkt, also drei baltischen Staaten, sprechen. Litauen, Lettland, Estland werden als die Juwelen der Ostsee genannt. Ich heiße Dagmara Trojan und seit mehr als 10 Jahren leite ich den deutschsprachigen Sektor bei Erneste Travel. Hier sieht man auch Ernest Miroslav, den Gründer und Inhaber von Erneste Travel. Unser Reisebüro wurde im Jahre 2006 gegründet hier in Krakau. Wir sind Mitglied von dem polnischen Fremdenverkehramt und von dem kleinpolnischen Fremdenverkehrsamt, weil ja, Polen, Krakau befindet sich in Kleinpolen-Region. Hier sind natürlich die E-Mails und Internetwebseiten. Sie können sich das natürlich dann später anschauen. Und wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie einfach eine E-Mail. Und zum Webinar, wenn Sie Fragen haben, dann bitte schreiben die Fragen und ich werde am Ende des Webinars all die Fragen beantworten. Hier ein kurzer Vergleich, also Polen zu den A3 baltischen Staaten, Litauen, Lettland und Estland. Hier kann man auf der Karte sehen, wo genau befinden sich all die drei Länder, wie ist die Fläche, Einwohnerzahl und welche Sprachen werden dort gesprochen. Was interessant und ganz wichtig für unsere Touristen ist, in all drei baltischen Staaten ist Euro als Währung schon angenommen, was ziemlich also ganz günstig für die Touristen ist. Hier auf der Karte haben wir so eine Beispielroute für unsere Touristen. Also kurz möchte ich noch am Anfang sagen, ist es dazu gekommen, dass ein polnisches Reisebüro Baltikum als ein touristisches Produkt zu verkaufen hat. Als wir das angefangen haben, das Reisebüro zu führen hier in Krakau, wir haben natürlich mit unserem lokalen Produkt angefangen und also mit Krakau selbst, mit Auschwitz-Birkenau, Wieliczka-Salzberg-Werk und natürlich dann weiter mit anderen polnischen Städten. Da unsere Kunden sehr zufrieden mit unseren Leistungen waren, haben sie uns nachgefragt, ob wir auch baltischen Staaten also in unserem Angebot einführen könnten. Und im Jahre 2012 haben wir schon unseren ersten Femtrip also ins Baltikum vorbereitet und unsere Kunden eingeladen. Und das war das einzige, das war das erste Jahr, in dem wir unsere Reise also ins Baltikum vorbereitet haben. Und es hat sich erwiesen, es gibt sehr viele Leute, sehr viele Touristen, die sich, also die
in diesen Teil Europa reisen möchten. Und ja, und so haben wir angefangen, auch diese drei Länder in unserem Angebot zu haben, sozusagen. Ja, da kommen, also über das Programm und über die Möglichkeiten, also nach ins Baltikum zu reisen, werde ich noch später sprechen. Aber hier kann man so ungefähr sehen, wie diese wichtigste oder die meistpopulärste Route aussieht. Also von Vilnius nach Tallinn gibt es so ungefähr 650 Kilometer. So, jetzt kurz zu den Ländern, einzelnen Ländern. Wir fangen an mit Litauen. Litauen teilt sich in 10 Verwaltungsbezirken. Es ist ein demokratisches Land, das seine Unabhängigkeit im Jahre 1991 erstmal erklärte, nach dem sogenannten Vilniuser Blutsonntag am 13. Januar 1991, in dem 14 jugendliche Demonstrierende am Fernsehturm starben, kam es zur ersten Volksabstimmung, in der mehr als 90% der Wahlbeteiligten sich für die Unabhängigkeit des Landes aussprachen. Und im August 1991 erkannten auch die Länder des Westens die Unabhängigkeit Litauens, aber auch der Nachbarländer, das heißt Lettland und Estland, an. Litauen wurde ein Mitglied von der Europäischen Union seit 2004 und ebenso und NATO. Und seit 2007 ist Litauen Teil des Schengen-Raums. So kurz zur Litauens Geschichte in drei Bildern. Also im Jahre 1009 sind die ersten schriftlichen Erwähnungen von Litauen. Die Geschichte von Litauen ist eng mit die Geschichte Russlands, mit Geschichte auch Deutschlands und insbesondere mit Geschichte Polens verbunden. Im Jahre 1253, Fürst Mindaugas ließ sich vom Papst abgesegnet zum König krönen. Und danach im Jahre 1385 ist eine Personalunion mit Königreich Polen nach der Krönung des Großfürsten Jogaila als König von Polen, Władysław der Zweite Jagiełło genannt, ist zu einer Personalunion gekommen. Das war auch der erste Übertritt zum Christentum von dem Fürsten Jogaila. Weiter sind einige wichtige Daten von der Geschichte beider Länder, also hier von Polen und Litauen, vor allem die Schlacht im Jahre 14.010 fand die bekannteste Schlacht bei Tannenberg, wo diese Schlacht führte zur Niederlage der Streitmacht des Deutschen Ordens. Kann man sagen, dass dieser Schlag kennzeichnet den Beginn des Niedergangs des Ordensherrschaft in Preußen sowie den Aufstieg Polen-Litauens zur europäischen Großmacht. Und seit dem 19. Jahrhundert ist dieser Schlag zum nationalen Mythos sowohl Polen als auch Litauen geworden. Danach ist die Republik der zwei Nationen, also das war eine sogenannte Realunion, und die zur Entstehung der größten Landes damaligen Europas führte. Die beiden Länder waren so zusammen gebunden. Und mit der dritten und endgültigen Teilung Polens im Jahre 1795 kam Litauen unter russische Herrschaft. Danach fanden viele Revolten gegen die Russen, auch während des Ersten Weltkrieges
war das Gebiet Litauens also von Deutschland besetzt. Und ja, über die Geschichte ließ sich sehr viel also sprechen. Wir werden das heute natürlich nicht machen, aber es ist so nur ein kurzer Blick auf die Geschichte des Landes, wie das alles aussieht. Und das, was ganz wichtig ist, dass dass Litauen zur Sowjetrepublik gehörte und wie ich schon sagte, im Jahre 1991 hat Litauen erklärte Litauen seine Unabhängigkeit, sowie auch zwei andere baltische Staaten, Lettland und Estland. Und wie schon gesagt wurde, am 1. Mai 2004 trat Litauen der Europäischen Union bei. Was ganz interessant sein kann und ziemlich überraschend sein kann, gehört eigentlich Litauen nicht zum zum Osteuropa, sondern es ist in Litauen befindet sich ein geografisches Zentrum von Europa, in einem kleinen Dorf, 26 Kilometer nördlich von Vilnius, befindet sich der Mittelpunkt Europa, wurde sozusagen ein Mittelpunkt errechnet. Das ändert sich natürlich, also geografisches Zentrum der Europäischen Union befindet sich jetzt im Landkreis Würzburg und das ändert sich eigentlich, weil einige Staaten treten der Europäischen Union bei und einige verlassen wie, ja, wie England zum Beispiel letztens. Und deswegen, so sieht es aus. Ja, wir gehen weiter. So, Litauen also Ebenen und Seen. Litauen ist ein sehr schönes Land mit sehr viel Natur. Die Natur kann man natürlich hier bewundern. Es gibt sehr viele Seen und Wälder. In Litauen sowie in den anderen zwei baltischen Staaten herrscht gemäßigtes Kontinentalklima. Hier sieht man eigentlich ganz schönes, einen schönen See, der schon ein bisschen gefroren ist. Natürlich ist es so, es kommt darauf an, also wie in jedem Land. Manchmal ist es kälter, manchmal ist es nicht. Hier ist natürlich die Sandküste von an der in Litauen. Es gibt sehr schöne Sandküste hier in Litauen. Hier haben wir den Hafen von Klaipėda. Es ist eigentlich der größte Hafen des Landes. Nationalpark Kurische Nehrung von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die Kurische Nehrung ist eine fast 100 Kilometer lange Halbinsel an der Nordküste des Sammlands und 52 Kilometer der Küste gehört zu Litauen. Der Rest gehört zur russischen Oblast Kaliningrad. Und vor allem der litauische Teil der Nehrung ist ein beliebtes Reiseziel. Also Mittelpunkt des Fremdenverkehrs ist die Ortschaft Nida, wo sich verschiedene Hotels, Ferienwohnungen, auch Campingplätze und natürlich Gastronomie befinden. Und es ist auch ein sehr beliebtes Reiseziel von sehr vielen deutschsprachigen Touristen. Dort befindet sich Thomas Mann Kulturzentrum in Nida und jedes Jahr findet in Nida auch ein Thomas Mann Festival mit verschiedenen Lesungen, Diskussionen und auch Konzerten statt. Dieses Jahr hat es nicht stattgefunden, natürlich, aber normalerweise jährlich gibt es den Festival. Es gibt auch verschiedene andere Sehenswürdigkeiten, ethnografischer Friedhof, Fischermuseum, auch Delfinarium und Meeresmuseum, was ziemlich interessant ist. Und natürlich Bernsteinmuseum. Litauen ist von dem auch vom Bernstein sehr bekannt. So.
Vilnius, die Hauptstadt von Litauen, wird auch manchmal als Rom der Ostsee genannt und ist auch die Altstadt von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Ja, 1387 wurde Vilnius das Magdeburger Stadtrecht zugewidmet. Und die Altstadt zählt zu den ältesten, zu den größten in diesem Teil, östlichen Teil von Europa. Und warum wird das als Rom der Ostsee genannt? Weil es gibt weil es in Vilnius ungefähr 65 Kirchen befindet. Die Universität in Vilnius ist eine der ältesten in diesem Teil Europas. Bibliothek verfügt über mehr als 180.000 Manuskripten. Es gibt auch sehr viele unveröffentlichte Ausgaben und größte Kartensammlungen des europäischen Kontinents. Ja. Vilnius ist eine kosmopolitische Stadt mit vielfältiger Architektur. Wie ich schon sagte, in Vilnius gibt es ungefähr 65 Kirchen. Und die Stadt ist natürlich sehr schön, sehr angenehm zu besuchen, würde ich sagen. Das ist ein Rathaus von Vilnius. Das ist die Piliesstraße in Vilnius. Es gibt sehr viele schöne kleine Straßen mit verschiedenen Restaurants und so weiter, wo man sich also oder Cafés, wo man während der Stadtführung kann man sich natürlich hier kann man in einer von den Cafés sitzen, einen Kaffee trinken und so weiter. Es ist wirklich, wirklich eine sehr schöne Stadt. Hier der Gediminas-Turm. Das ist der einzige erhaltene Eckturm der Anlage der Oberen Burg in Vilnius. Und der Turm liegt auf dem Hohen Burgberg, das ungefähr 142 Meter hat. Die Ankirche, also den gotischen Stil hier präsentiert. Ein großfürstliches Schloss in Vilnius vom Renaissance, die Kirche von St. Peter und Paul, der Barockstil, die orthodoxe Kirche von St. Nikolaus, die Kathedrale, die bekannteste, wahrscheinlich das bekannteste Zeichen des Vilnius, die Kathedrale von St. Stanislaus. Hier auch ganz wichtiger Punkt für während der Stadtführung, die Tor der Morgenröte und die Wasserburg in Trakai. Trakai ist eine Stadt, die 30 Kilometer von Vilnius entfernt. Ja, die ehemalige Hauptstadt des Großherzogtums Litauen und wird umgeben vom Galwesee. Aber es gibt eigentlich in der Nähe von Trakai ungefähr 200 verschiedene Seen. Und Trakai ist wie ich schon sagte, eine Wasserburg. Und heute diese Wasserburg Trakai gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Litauen und wird als Museum genutzt. Und natürlich während der Reise ins Baltikum, dann besucht man zum Beispiel zuerst verbringt man einen Tag in Vilnius und am anderen oder 2 Tage in Vilnius und am nächsten Tag fährt man nach Trakai auch und danach weiter nach Schaulen. Das ist eine Stadt schon ganz in der Nähe von der Grenze mit Lettland. Und hier befindet sich der bekannteste, kann man sagen, also Wallfahrtsort in Litauen, der Berg der Kreuze. Der Berg liegt so ungefähr 12 Kilometer nördlich von der Stadt Schaulen. Und die Bezeichnung Berg der Kreuze ist zwar im deutschen Sprachgebrauch ziemlich üblich, aber aufgrund seiner geringeren Höhe von
nur 10 Meter kommt die Bezeichnung Hügel eigentlich jedoch näher. Die Wallfahrt erfolgt individuell, man braucht sich nicht nirgendwo anzumelden und ist an keine Termine gebunden. Aber es gibt sehr viele Leute, sehr viele Touristen. Zum Beispiel zum Osten kommen sehr viele Touristen dort. Oder die Einheimischen kommen zu den verschiedenen Geburten oder zu Hochzeiten dort. So ist es, so sieht das Litauen. Und jetzt kommen wir weiter nach Lettland. Lettland teilt sich in 110 Bezirke. Es ist auch ein demokratisches Land mit der Hauptstadt in Riga. Auch ist Lettland im Jahre 2004 der EU beigetreten und ist auch ein Mitglied von Schengen-Raum. So, kurze Geschichte. Hier einiges zur Geschichte von Lettland. Die ersten indoeuropäischen Stämme besiedelten das Gebiet von heutigen Lettland. Danach kam die deutsche Besetzung und Gründung von Riga, die Hauptstadt. Dann gehörte das Gebiet von heutigen Lettland zum Großherzogtum Litauen und Polen. Dann kamen die Schweden, dann noch die Russen und 18. November 1918 wird als Tag der Unabhängigkeit gefeiert. Also morgen gibt es in Lettland den nationalen Feiertag. Danach, also zwar während des Zweiten Weltkrieges, wurde Lettland von sowohl Russen als auch Deutschen besetzt. Und wie bei Litauen gehörte Lettland zur Sowjetrepublik und ebenso im Jahre 1991 erklärte Lettland seine Unabhängigkeit. In den letzten Jahren spricht man von dem Wirtschaftswachstum in Lettland, also in den drei baltischen Staaten eigentlich kann man darüber sprechen. Ja, die Europäische Union haben wir schon gesprochen. Also das Land ist auch mit vielen Ebenen, Flüssen, Seen und also es ist auch eine sehr schöne Natur. Also es gibt sehr viele Orte und Ortschaften, wo man die Natur bewundern kann. Die Wälder in Lettland, das ist so ungefähr 47% des Gesamtgebiets. Also wenn man sich richtig so schön erholen will, dann Lettland wird ein ganz schönes Land sein. Hier haben wir Burg Turaida, darüber werde ich noch ein bisschen später sprechen. Auch die Sandküste. Die Häfen von Ventspils und Liepāja, das sind auch die wichtigsten Häfen in Lettland. Und weit, also hier haben wir auch so ungefähr kühlgemäßigtes Klima. Und das ist Kuoja Nationalpark. Es gibt vier Nationalparks in Lettland. Sie sind sehr, sehr schön. Wir hatten die Möglichkeit, eigentlich zwei von denen zu besuchen und während unseres Fan-Trips. Fast 2 Millionen Touristen pro Jahr kommen nach Lettland, vor allem natürlich nach Riga. Riga ist sehr gut mit allen eigentlich europäischen Hauptstädten, also durch Flugmöglichkeiten kommuniziert.
Hier kommen wir zum ersten Punkt eigentlich der Reise. Wenn man die Reise in Vilnius beginnt, durch all die drei baltischen Staaten, dann, wie ich schon sagte, fängt man in Vilnius, dann kommt man nach Trakai, dann nach Schaulen mit dem Berg der Kreuze und dann an der Grenze fast mit Litauen befindet sich Rundale, die Sommerresidenz des kurländischen Herzogs. Das gehört zu den bedeutendsten Baudenkmälern des Barocks und des Rokoko in Lettland. Es wurde nach dem Vorbild des französischen Schloss Versailles gestaltet und die Fläche ist über 7000 Quadratmeter mit 138 Zimmern und verschiedenen Sälen. Der Schlosspark ist ebenfalls im französischen Stil angelegt. Und der Schloss wurde von dem Architekten Francesco Bartolometto Rastrelli entworfen, den gleichen Architekten, der Winterpalast in St. Petersburg entworfen hat. Entschuldigung. Okay. Hier ein Bild von dem Goldenen Zimmer und die Fresken von Francesco Marti und Carlo Zucchi. Hier der weiße Raum und hier der Blick auf den Garten. Hier kann man schon einige Touristen sehen. Und ja, Riga. Riga ist die Hauptstadt von Lettland, ist eine sehr, sehr schöne Stadt, wird auch Paris von Norden genannt und ist natürlich die Altstadt von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Hier haben wir den Riga Dom mit der Kuppel, das ist die gotische Stil. Wir haben auch hier die Orgel in dem Dom mit 6700 Röhren und 1024 Registern auf 4 Manualen. Das sind die größte Orgel in Europas auf jeden Fall. Weiter gehen wir zu dem Schwarzhäupterhaus mit Hollandstatue vor dem Haus. Holland ist eigentlich befindet sich in dem Wappen und dem von der Riga. Heute befinden sich in dem Haus verschiedene Veranstaltungen, die von der Stadt organisiert werden, aber auch befindet sich dort ein Touristenbüro und Touristeninformation und es gibt auch verschiedene Cafés und, ja, und Restaurants in der Nähe. Das ist der Arsenalturm, das ist das Riga Schloss, heute befindet sich das Parlament in dem Schloss. Der Amtssitz vom Staatspräsidenten. Ja, die Oper und das Nationaltheater im Jugendstil. Es ist auch, also das, die, der Stadtteil von Riga, das Neustadt heißt, befinden sich zahlreiche Gebäude mit Jugendstilfassaden. Es ist sehr, sehr schön und sehr interessant. Also besonders in der Elisabethstraße. Mit vielen Arbeiten von Michael Eisenstein. Ja, und um die Jahrhundertwende wurden im Grüngürtel um die Altstadt zahlreiche repräsentative Gebäude errichtet und wie wir schon gesehen haben, die Nationaloper, das Nationaltheater sowie auch Kunstmuseum und Universität. Hier befindet sich der Zentralmarkt von Riga, das 1930 gegründet worden ist. Und hier kommen wir weiter zu einer kleinen Stadt,
Jūrmala, das ist der bekannteste Kurort in Lettland. Es ist sehr schön. Es gibt natürlich sehr viele Touristen in den Sommermonaten, aber wenn man schon am Anfang September dorthin fährt, da gibt es fast kaum Leute dort. Aber da eine sehr schöne, also sehr schönes Kurort. Sigulda und Turaida wird als lettische Schweiz genannt. Dort befinden sich, also Turaida ist ein Ortsteil von der Stadt Sigulda und besteht hauptsächlich aus der Burg und Tourismuseinrichtungen. So, wir haben hier den Park, Museum und Skulpturengarten. Hier kann man die Skulpturen auch sehen. Holzkirche und so ein Freiermuseum. Also dort wurden die Bauernhäuser konstruiert vom 18. und 19. Jahrhundert. Das ist das Boyertal, also das Nationalpark. Hier sind die drei wichtigsten Schlösser oder die Reste der Schlösser in Riga, also in Lettland, Krimulda, Sigulda und Turaida. So, dann gehen wir weiter nach Estland. Ja, Estland ist auch ein demokratisches Land mit Hauptstadt in Tallinn. Es ist also eher säkularisiertes Land. Ist auch seit 2004 ein Mitglied der Europäischen Union und auch Schengen-Mitglied. Estland wird in 15 Landkreise geteilt und ist vor allem von den mehr als 1200 Inseln bekannt. Hier kann man auch die kleinen Inseln sehen. So kurz zu der Geschichte. Estland war von dem Römischen Reich beeinflusst. Hier wurden auch also die baltischen Stämme hatten hier den Sitz, also auf dem Gebiet des heutigen Estland. Im 13. Jahrhundert wurde der Stadt gegründet. Und war auch besetzt von Dänemark, deutschen Rittern, Litauern. Dann kam die russische Besetzung. Und der 24. Februar 1918 ist auch als Tag der Unabhängigkeit gefeiert. Während des Zweiten Weltkriegs war Estland von Russen besetzt, auch von Deutschen. Und dann nach dem Jahre 1944 gehörte Estland zur Sowjetrepublik sowie Sowjetunion und wurde stark russifiziert. In Estland sprechen sehr viele Leute auch Russisch, so wie in Lettland eigentlich auch. Aber ja, jetzt sind beide Länder sehr, also entwickeln sich sehr gut und also spricht man auch hier von dem Wirtschaftswachstum. In der Europäischen Union haben wir auch schon gesprochen. Singen der Revolution war auch ein ganz wichtiger Begriff mit der Geschichte Estland, die mit Geschichte Estland verbunden ist. Ja, es ist auch ganz interessant, weil im Jahre 1991, als alle drei Länder sich von der Sowjetunion wollten sich teilen, da ist eine Mauer von den Leuten gebaut, von Tallinn nach Vilnius, die 650 Kilometer lange Mauer von den Leuten gebaut. Mit der Unabhängigkeit des Landes wurde eine offizielle Nationalhymne gesungen und das war auch die gleiche Melodie von der Nationalhymne von Finnland. Ja, also es ist eigentlich mehr als 2000 Inseln.
In Estland, ja, Ebenen und Seen, auch kühlgemäßigtes Klima, obwohl Italien ganz, ganz kalt manchmal sein kann, weil es liegt ganz an der Ostseeküste. So, Technologie, Internet und Digitalisierung des Landes ist, Estland ist sehr sozusagen digitalisiertes Land. Der Staat garantiert seit dem Jahr 2000 seinen Bürgern einen Zugriff auf das Internet. Im ganzen Land gibt es Wi-Fi-Zugangspunkte, mit denen eigentlich die bewohnten Flächen abgedeckt werden. Man braucht nur ein mobiles Gerät und ist man eigentlich mit Internet verbunden die ganze Zeit, fast die ganze Zeit in Estland. Ja, rund 99% des Landes ist mit dem kostenlosen Hotspot-Netz abgedeckt. Ja, was weiter? Also hier ist Pärnu, die kleine Stadt, auch ein Kurort, so südlich von Tallinn gelegen und ist auch eine ganz schöne Stadt, die man besuchen kann. Während unserer Baltikumreise wird Pärnu eigentlich nur für ein paar Stunden, normalerweise für ein paar Stunden besucht, aber es kann natürlich für längere Zeit besucht werden. Tallinn wird dann die vergessene Perle der Ostsee genannt, gehört zur UNESCO-Weltkulturerbe. Die alte Stadt heißt Vanelin und ist von den Mauern hier. Ja, hier haben wir Alexander Nevsky-Kathedrale, Domberg mit dem Parlament. Hier auf dem Domberg befindet sich Parlament. Das ist die Reptek, die älteste Apotheke in Europa, die immer noch funktioniert, aus dem Jahre 1422. Das Ethnographische Museum Rocca al Mare, die aus 72 Gebäuden sich. Was fällt mir jetzt an Bord? Die besteht aus 72 Gebäuden. Das Kiekende Kirchturmmuseum. Und so, jetzt kurz zu unserem Büro und zu der Information über Baltikumreisen. Wie gesagt, schon in dem letzten Webinar, wir organisieren Kulturreisen, Rundreisen, Pilgerfahrten, Absentis, Studentenreisen, Klassenfahrten und Inforeisen für Reiseveranstalter. Das Gleiche, was wir in Polen machen, machen wir auch ebenso im Baltikum. Baltikum kann auch als eine Pilgerfahrt betrachtet werden, sozusagen, aber es ist auch nie so viele, vor allem Litauen, weil, also in Tallinn gibt es auch natürlich einige Kirchen, die sich am Domberg befinden und in Lettland nicht so viele, aber es gibt den Dom in Lettland, wie wir schon gesehen haben, aber in Litauen schon. Und es gibt also eine unserer Reise, die sehr populär ist. Das ist sozusagen auf den Spuren von dem Barmherzigkeit Gottes. Und diese Reise fängt in Vilnius an. So, kurz über Ernesto Travel, mehr als 4.500 Gruppen organisiert, über 111.000 Touristen und Pilgern und wir sind auf dem Markt seit 15 Jahren fast. Hier ist so ein Printscreen von unserer Webseite. Hier befinden sich alle wichtigsten Informationen, alle Telefonnummern. Auch die E-Mail-Adressen und so weiter, wie Sie sich mit uns in Kontakt setzen können. Und hier kommen wir zu dieser Baltikum-Reise, wie das alles aussieht. Wir haben hier Helsinki hinzugefügt und ich sage gleich, warum.
Das ist ein Beispielprogramm. Es kommt natürlich darauf an, wo die Gruppe oder wo die einzelnen Touristen hinfliegen. Das heißt also, das ist natürlich mit den Flügen abhängig, ob die Gruppe zum Beispiel mit Vilnius nach Vilnius fliegt oder nach Tallinn oder auch nach Helsinki. Es kommt darauf an, wo man die besten Flüge bekommt. Wenn wir zum Beispiel in Vilnius anfangen, dann ist der Ankunft in Vilnius am ersten Tag. Danach haben wir hier ist ein Beispiel von Vilnius, Trakai und Vilnius. Also die Übernacht ist in Vilnius. Dann ist eine halbtägige Stadtführung von Vilnius und am Nachmittag zum Beispiel die Auskunft nach Trakai. Am nächsten Tag von Vilnius fährt man nach Schauen. Also man besucht den Berg der Kreuze. Danach wird also als Punkt D Rundale besucht, also diese Sommerresidenz. Und dann fährt man weiter nach Riga. Am nächsten Tag wird Riga besucht, eventuell mit Jūrmala oder auch nicht. Das kommt darauf an, was die Gruppe interessiert. Weiter fährt man von Riga über Sigulda und Turaida nach Tallinn. Es ist auch über Pärnu, dieses Kurort an der Ostseeküste in Estland schon. Und dann wird Tallinn besucht an einem Tag und es ist möglich, entweder von Tallinn zurückfliegen oder man kann auch Helsinki hinzufügen für eine Nacht und dann fährt man mit einer Fähre von Tallinn nach Helsinki. Diese Fährefahrt dauert ungefähr 2 Stunden. Und es ist auch möglich, also normalerweise mit dem Bus, mit dem Auto dahin zu fahren. Das andere Beispielprogramm, das ist vor allem für die, die sich für die Wallfahrten interessieren und möchten diese Reise auf den Spuren von Barmherzigkeit Gottes erleben. Und hier fängt man, ich habe auch von dieser Reise schon in dem ersten Webinar gesprochen, weil es ist eine sehr populäre Reise eigentlich in unserem Büro. Ganz interessant, aber das ist vor allem mit den, wenn sich eine Gruppe mit einem Priester meldet. Und hier kurz also die Ankunft in Vilnius, Vilnius, Trakai, Vilnius, dann fährt man von Vilnius nach Sopoka mit dem Eucharistischen Wunder, danach nach Białystok, eine Großstadt in Polen, dann von Białystok nach Warschau und von Warschau nach Płock, Głogowiec, Śwince Warskie, Częstochowa, dann Auschwitz-Birkenau, wenn man natürlich da das Museum besuchen möchte und dann weiter nach Krakau. Und hier kann man auch einen Ausflug nach Zakopane organisieren. So sieht es aus. Natürlich wie wir bis jetzt gearbeitet haben, wir haben immer die Programme auf Anfrage sozusagen entworfen und gebaut. Das ist natürlich alles hängt mit den Wünschen von den Touristen. So, dann sind wir schon zu Ende gekommen. Wenn Sie Fragen haben, dann stehe ich Ihnen noch kurz zur Verfügung. Wenn jetzt nicht, dann können Sie eine E-Mail schreiben und ja, so sieht es aus. Ich warte auf die Fragen vielleicht noch kurz. Ja, hier ist eine Frage, ob wir Mietwagen-Rundreisen anbieten.
Ja und nein, so kann ich sagen, weil mit dem Mietwagen ist es natürlich so, dass wir nicht den Mietwagen nicht mieten dürfen. Und es wird von den Touristen selber, es muss von den Touristen selber gemietet. Aber wir organisieren dann ganz die Reise. Also mit den Hotels, wenn man sich wünscht, auch wir organisieren Verpflegung, natürlich die Stadtführungen und alle Eintritte in die Museen, auch in die Schlösser und so weiter. Das machen wir natürlich, aber selber wir organisieren den Mietwagen nicht. Jetzt ist so die Zeit, dass natürlich, also ich habe gestern gelesen, dass alle drei Staaten sind bis 6. Dezember sozusagen geschlossen. Also es sind jetzt nur, es ist möglich, es gibt nur die Möglichkeit, also dienstlich zu reisen. Naja, aber so sieht das in den meisten Ländern Europas jetzt. Und ja, wir warten eigentlich auf die weiteren, wir warten auf die weiteren Informationen, die wir von den einzelnen Ländern bekommen, ob schon der Tourismus möglich ist, wird oder nicht und wie lange wir warten müssen. Wenn es keine mehr Fragen gibt, dann möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken und ja, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie uns und mir gewidmet haben. Das ist sehr nett von Ihnen und ja, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Anfragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail, die werden wir natürlich beantworten. Vielen lieben Dank und ja.